Hi, folks. Ja. 19 Uhr geht's los, offiziell, wie ihr wisst. Ich habe schon mal ein paar Minuten früher geklickt, damit der eine oder andere sich schon ein bisschen eingrooven kann. Wir machen heute Musik. Hey, hallo. Da trudeln schon die ersten ein, das ist ja schön. Heute drei Bands oder zwei Bands und ein Solomusiker, also meine Wenigkeit. Das könnt ihr hier hoffentlich lesen. Und zwar, ich fange an um 19 Uhr. Jeder spielt eine halbe Stunde. Danach spielt mein Mentor. Der Mann, der mich erzogen hat. Der mich groß erzogen hat. Ganz groß. Der gute Bob Dulas. Zusammen mit Toto und mit Udo. Webseiten könnt ihr auch hier lesen. Wo die dann spielen. Hoffentlich könnt ihr das lesen. Und zum Schluss, also 19:30 spielt The Cliffhangers und um 20 Uhr dann Tonefish mit meiner sehr geschätzten, wunderschönen Stimme Michaela und den absolut, ich glaube, der einzige Name, der es kann, der Buzuki spielt, nämlich Stefan Gliwicki. Ich muss immer gucken, was ihr so schreibt, weil mein Handy ist so weit weg und ich habe gar keine Brille auf, weil ich wieder so eitel bin. Ach, ihr schreibt nichts. Ihr seht zu, das ist schön. Dann seht mal zu. 19 Uhr geht's los. Wir haben noch ein paar Minuten. Hey, und ich habe die Ehre, euch heute was verkünden zu dürfen. Im Hintergrund hört ihr schon so ein bisschen Musik. Und was kann das für eine Musik sein? Das ist Musik von meinem neuen Album. Yes, ein verficktes, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, wir streichen das, piep. Ein Jahr habe ich an diesem Album gearbeitet und jetzt ist es draußen, es ist fertig und ihr könnt es sehen, live und in Farbe. So schaut's aus. Und es heißt Farben, Colors. Nächste Woche Freitag kommt's raus. Aber das Schöne ist, ihr könnt das jetzt schon vorbestellen. Ja, und warum sollt ihr das machen? Weil ihr bitte so Nasen wie mich damit unterstützen könnt. Weil wir können momentan echt keine Konzerte spielen und das ist echt eine ganz schwierige Situation für Millionen von Musikern gerade und für mich auch. Ja, die Konzerttour zu dem Album kann es nicht geben. Umso schöner, wenn ich jetzt ein paar Titel aus dem Album für euch gleich live spiele. Um 19 Uhr geht's los. Ich gucke hier auf meine Uhr. Das sind noch 12 Minuten, kann das sein? Schreibt mir was Schönes. So unglücklich verkabelt. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht auf meine Kabel trete dabei. Und für euch mache ich nachher den Kasper, oder? Mache ich heute mit Kasper oder ohne? Mit Kasper wäre dann so. Hallo! Nein, das machen wir natürlich nicht. Das wäre ja albern. Wie geht's euch eigentlich so? Was macht ihr? Eine der beschissensten Fragen, die man momentan stellen kann, ist, was macht ihr das Wochenende? Ja. Nix. Fenster putzen, Netflix gucken. Und den ganzen Tag nur futtern und saufen. Und das nicht gut. Guck mich an. Ich glaube, ich habe 30 Kilo zugenommen. Ne? Ich sehe es nachher in den Kommentaren. Martin, oh, ist der wieder dick geworden. Kein Wunder, 6 Wochen nur
Tiefkühlpizza. Und wenn es die gute Marina Larissa nicht geben würde, das ist die einzige in meinem Umfeld, die kochen kann. Und die beköchelt mich dann so. Einmal im Monat bringt sie mir was vorbei, dass ich außer Pizza noch was anderes essen kann. Eva, sei gegrüßt. Hallo. Hi, schön. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Das ist sehr schön. Da freue ich mich doch. Pass auf, dann spielen wir einfach noch mal ein bisschen hintergrundmusikmäßig ein bisschen was vom neuen Album. Das ist zum Beispiel eine Nummer, die heißt Some Call It The Blues. Und das Schöne ist, das sind alles Versionen, die ihr jetzt hört, die gibt es noch gar nicht. Die gibt es erst nächste Woche Freitag. Und vor allen Dingen sind das noch die Versionen, die ihr jetzt hört, ohne Gesänge, ohne Gitarren, ohne alles, weil ich natürlich nicht zu viel verraten möchte, weil ich möchte ja gleich noch ein bisschen was live spielen. Und wenn ich was live spiele, der gute Bob Dulas, wie gesagt, der nach mir spielt, mit The Cliffhangers, der würde natürlich mit mir schimpfen, wenn ich irgendwelche Playbacks abfeuer und dazu spiele. Deswegen versuche ich das, das ist für mich jetzt auch eine Weltpremiere, diese ganzen Songs, die ihr jetzt im Hintergrund hört, wo richtig viel passiert und so, tschicke-tschacke-tschucke, ne? Die versuche ich dann irgendwie live zu spielen, nur mit dem Klavier, nur Gesang. Oh je, ich habe schon Angst. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Angst? Ja, ihr seid in einer guten Position. Ihr sitzt jetzt wahrscheinlich zu Hause auf dem Sofa, Füße hoch, Chipstüte. Hat jemand ein Glas Wein? Nein? Ich schon. Grüße übrigens an die Holly. Die hat mir gesagt, heute ist natürlich zu spät, weil da dürft ihr jetzt nicht mehr weggehen, weil das Konzert geht ja gleich los. Aber bei Real gab es heute Beck's Bier für 2,50 Euro im Angebot. Das Sixpack. Schade, dass ich Wein trinke. Ach ja. Aber nur Alkohol ist auch ungesund, deswegen auch hier so ein bisschen vor und nach dem Gig Wolwig. Ralf Martin wird endorsed von Wolwig. So, was sagt die Zeit? Ich habe noch 9 Minuten. Könnt ihr das noch aushalten? Bana. Wenn ihr hinterher Fragen habt zu Equipment oder so, wie ich das Ganze hier so mache, ein herzliches Dankeschön an den Dirk Born von der Firma Tascam, der mir ein wundervolles Gerät zur Verfügung gestellt hat. Und zwar ist das ein winzig kleines Teil. Gucken, kann ich das in die Kamera halten? Ja. So sieht das aus. Das ist eigentlich für Podcaster. Und das hat einen Vorteil, dass so Leute wie ich, die keine Ahnung von Technik haben, dass die... Okay, muss ich selber rüber lachen. Dass man hier nur 2 Kabel reinsteckt und dann kann man hier FaceTime und Facebook und YouTube und diesen ganzen Krams, Podcasten, Livestreamen, und der Sound ist hoffentlich angenehm für euch. Ja. Apropos Sound, das Mikrofon ist ein M80 Telefunken. Damals noch eine Firma aus Hannover. Kennt ihr Hannover? Hangover. Ist nur 40, 45 Kilometer von Hameln entfernt. Für die Leute, die nicht aus Hameln kommen und da schon immer wissen wollten, wo Hameln ist. Hameln ist die kleine Stadt, die es eigentlich nicht gibt, fast wie Bielefeld. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, haben wir noch. Das heißt, in den paar Minuten kann ich mir noch, bis es offiziell losgeht. Wie gesagt, die Liste könnt ihr hier hoffentlich erkennen. Ich habe das für euch hier mal aufgeschrieben. Ne, welche Bands heute wann, um welche Uhrzeit und wo spielen. Und das ist so ein bisschen wie ein Kneipenfestival gerade. Ihr könnt live dabei sein. Und ich komme mir gerade vor wie so ein Radiosprecher. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, aber irgendwie auch nice. Ja. Jetzt geht's schon fast los. Die letzten 6 Minuten. Thank you.
Wir fangen natürlich pünktlich an und ich hoffe, dass ich wirklich auch super pünktlich aufhöre, 19:30, so dass ihr dann sofort als nächstes nach mir diese Adresse eingebt, www.facebook.com/UdoOppermann. Denn die sind um 19:30 Uhr dran. Ich werde das dann auch machen. Ich werde dann auch, wenn mein Handy noch Akku hat, aber ich glaube ja, dann werde ich einmal zu euch rüberkommen und werde mir das mal angucken, was ihr so Schönes an Musik macht. Ich glaube, ihr seid im Wohnzimmer von einem guten Bob Dullers. Oh, ich freue mich schon drauf. Mein Ziehvater, mein Mentor und um 20 Uhr dann Townfish. Ja, ganz kurz nebenbei nochmal. Das ist mein Werk. Ein Jahr habe ich dran gearbeitet. Eigentlich sollte eine Tournee passieren, wo ich das Instrumentarium, hätte ich fast gesagt, wo ich dieses Album hier vorstelle. Übrigens auch wirklich ein schönes Artwork. Wirklich sehr gelungen, sehr schön. Muss ich mal denjenigen, der es gemacht hat, das ist der gute Herr Ralf Martin, den muss ich mal loben. Ja, ich mache ja alles selber. Es tut mir furchtbar leid. Ne? Gibt es auch ein wunderschönes Booklet mit schönen Bildern zum Ausmalen und mit Texten zum Mitlesen, zum Innervieren. Und dieses schöne Album kommt nächste Woche Freitag. Offiziell, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ist nicht so gemeint, weltweit in den Handel, physisch, digital natürlich auch. An die ganzen Streamer da draußen. Ich mache das natürlich auch, aber ich habe seit ein paar Tagen mein Verhalten ein bisschen geändert und habe zum Beispiel Isaac Guderian hat zum Beispiel seine erste Single veröffentlicht. Ich habe das auch gekauft und ich würde mir wünschen, dass viele von euch da draußen auch uns Musiker in dieser wirklich nicht einfachen Zeit ein bisschen unterstützen. Ich weiß, viele von euch haben gar keinen CD-Player mehr. Kauft euch so ein Ding. Die Links findet ihr auf meiner Webseite. Die findet ihr auch hier. Die werde ich auch nochmal später posten. Kauft euch so ein Ding, auch wenn ihr keinen CD-Player habt. Ihr könnt euch das wunderbar an die Wand hängen als Bild. Und wenn ihr wollt, ich schreibe euch was Schönes rein. Und für die Leute, die eine CD kaufen und mich, wenn ihr mich kontaktiert, ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne nochmal digital von mir persönlich bekommen. Schreibt mich einfach an und ich schicke euch das. Wenn ihr mir das vorweisen könnt, dass ihr das irgendwo bestellt habt, egal ob das Amazon, JBC oder wo auch immer ist, oder Bandcamp, ihr kriegt von mir dann auch nochmal die Daten, nochmal als MP3 oder als Wave-Datei, was ihr gerne habt. Ja, noch 3 Minuten. Ah, ich freue mich. Mal gucken, der schreibt wieder irgendwer. Oh ja, wenn es danach geht, ich bin da, muss ich sehr, sehr, sehr viel trinken. Viel trinken, sonst. Oh, der war schlecht. Ne? Das war der Podcast-Knopf, den ich gedrückt habe, wo man ein bisschen Schwachsinn machen kann. Ist gar nicht witzig. Der gute Frank Ballert, ich grüße dich. Ah, noch 2 Minuten, dann darf ich loslegen, offiziell. Yippie, vorher darf ich noch nicht spielen, sonst kriege ich Schimpfe mit der GEMA. Weil erst ab 19 Uhr wird das Internet freigeschaltet. Vorher ist das alles Fake News, alles Fake, was ihr hier seht, ist alles Fake. Ist gar nicht, in Wirklichkeit passiert das alles gar nicht. Was mich ein bisschen wundert ist, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe noch kurze Klamotten an und Flipflops. Vor einer Stunde habe ich noch auf dem Balkon gesessen draußen und da schien die Sonne und es war warm und es war schön und die Vögel zwitscherten. Und jetzt ist es auf einmal so kalt. Aber wir machen es uns jetzt gleich kuschelig und dann geht's auch gleich los. So, meine Uhr sagt, es ist 19 Uhr.
Na, 18:59 ist mir egal, ich fange jetzt an. Okay. Ach ja, und nochmal für den einen oder anderen, der es am Anfang nicht mitbekommen hat. Ich spiele heute die nächsten 6 Stunden nur mein neues Album, was nächste Woche rauskommt. Und ich versuche gerade, es ist für mich auch eine Weltpremiere, versuche das Ganze, was ich normalerweise bandmäßig im Studio bei mir hier aufgenommen habe, einfach unplugged, nur Klavier und Gesang. Viel Spaß. Remember the day I just hear you say, nobody knows what the future will bring. What I do is to sing you a song deep from my heart, deep from my soul. I can hear love not about me. Hearts that are not the ones I'm all around. I don't want a prayer, I want you to stay. You know love is blind. Drinking bottles of wine, 'cause I thought you were mine. You know love is blind. I don't want a prayer, I want you to stay. Of a while, 'cause I thought you were mine. Eyes of love, so blind, so unkind. Down on the gallery, hear voices coming from the balcony. Yours and your son, think I'm sitting in the sun. My friend in the neighborhood gives you a home to stay, not to be alone. Family you care for, and I know he cares, and he washes your underwear. I can hear love not about me. It hurts, but I'm not the one, 'cause I'm on the run. Don't want a prayer, I want you to stay. You know love is blind. Drinking bottles of wine, 'cause I thought you were mine. You know love is blind. I don't want a prayer, I want you to stay. You know love is blind. Drinking bottles of a wine, 'cause I thought you were mine. The eyes of love.
so unkind. Skull. Der nächste Song ist eine Coverversion aus den 80ern. Ich habe mich getraut, sowas auf meinem Album auch zu machen. Aber ihr wisst ja, wenn ich was cover, dann anders und in meinem Stil. Und dazu brauche ich ein bisschen Gemütlichkeit. Die hole ich mir jetzt gerade mal. Ich hole mir jetzt ein bisschen Gemütlichkeit. Und zwar ein bisschen knistern. Ich möchte, dass es ein bisschen knistert zwischen euch und mir. Bin mal gespannt, ob ihr die Nummer kennt. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Girls in the sky, hair in my blue eye. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Got me standing here on my own again. Straight in the sunshine. No need to run in my head. It's a wonderful, wonderful life. No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life. A wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you are there. And I need a friend, how I need a friend to make me happy. Not standing on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life. A wonderful life. A wonderful life.
I need a frown, oh, I need a frown to make me happy. Not so alone. Look at me here on my own again, up straight on the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life. A wonderful life. A wonderful life. A wonderful life. Das hat mich tatsächlich selber auch sehr gefreut, das zu spielen. Puh. So, machen wir mal das Geknister aus. Der nächste Song ist ein Song über meine Eltern und heißt Open Door. Egal, was im Leben passiert, ihr solltet aufpassen. Ah, das klingt so nach erhobenem Zeigefinger, das meine ich gar nicht so, aber versucht möglichst immer eine offene Tür zu finden, immer beim Streit auch einen Weg zu finden, aus dem Streit rauszukommen. So, genug gesülzt, Open Door, viel Spaß. I recall time when you and I would talk a little more to each other face to face through love and war. When I know there'll always be an open door for me. But I know the home is just some place I always leave behind. It's with me everywhere I go and I close my eyes. And I know someday I catch you in the bile, but I know, oh dear mother, I know I've been away for far too long. Dear mother, hope you understand it when you hear this song. Cause you taught me how to be right and the world gone wrong. Gone wrong. But it ain't. Ain't how long you live, it's how you live your life. Burn bright until the grave, don't shy away from the light. Cause I won't waste my day, I will use my time. All my time. Oh, dear father, I know I've been away for far too long. Dear father, I know you understand it when you hear this song. Cause you taught me how to be right and the world gone wrong. All gone wrong. I recall
time when you and I would talk a little more to each other, face to face, real love and war. Well, there'll always be an open door for me. Ja, viele Songs von meinem neuen Album. Für mich jetzt gerade auch ein bisschen interessant, weil ich das jetzt unplugged spiele, ohne Band, ohne Tonstudio, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Das nächste Stück heißt Let Me Down Easy. Und das Schöne ist, im Studio hat mich bei diesem Song begleitet meine wundervolle große Tochter. Die ist nämlich gerade 15 geworden und heißt Lea Tamara Martin. Und die hat bei der Nummer mitgesungen. Aber die ist jetzt nicht dabei. Ich muss es alleine singen. Let me hold you tight just one more time. Let us count the stars, the summer sky. Listen to the wind and the willow trees. Let us once again dream the sweet dreams. And if you must go, and I know you will, and if you must go, don't let me down. If you must go, and I know you will, as if you must go, don't let me down, let me down easy, let me down easy. I knew it straight away that you wouldn't stay. Although you haven't yet said it to my face, but I've heard the talk, I've seen the sounds. You've got someone else. Oh, and if you must go, and I know you will, yes, if you must go, don't let me down, let me down easy, let me down easy. So, jetzt gibt's mal ein Frenzen. Der Song heißt Some Call It The Blues und der Songtext ist geschrieben von Hansi Mirswa aus Hameln.
got a wicked feeling. Some call it blues. Got a wicked feeling. Some call it the blues. Well, I'm quite certain, baby, I'm telling you all the truth. My pretty wife, she's gone away from another man. My pretty wife, she's gone. She's gone with another man. Try my best, oh, I try the best I can. Was lustig ist, mein Rechner ist gerade abgestürzt. Das ist voll witzig. Da kommt kein Sound mehr. Naja, ich hätte gerne noch eine Nummer gespielt, aber das ist Technik. Macht nichts. Wir haben jetzt noch 3 Minuten, wo wir noch ein bisschen quatschen können. Und ich möchte euch bitte nochmal darauf hinweisen, dass, wenn es euch gefallen hat, kann man das lesen? Ja. Dann wäre das total nice von euch, wenn ihr die Hamelner Brücke, die Brücke, wenn ihr die unterstützen könntet. Das ist ein Verein für seelisch erkrankte Menschen, denen es momentan auch nicht einfach geht. Und wenn ihr da eine kleine Spende, wir schlagen mal vor 10 Euro für die reichen Zahnärzte unter euch, wenn ihr das machen könntet, wäre das toll. Und ansonsten müsst ihr GEZ-Gebühren bezahlen. Ihr wisst das, ihr kennt das doch. Ne? Ja. So, und jetzt gibt noch mal Fitte Fatze. Fitte, Fitte Fatze, Fitte, Fitte Fatze. So, liebe Leute. Nehmt bitte euch einen Bleistift zur Hand und schreibt euch diese Adresse ab. Das wird nämlich jetzt die nächste Adresse werden. Moment, ich muss mal gerade gucken. Kann man es hier zeigen? Ah, ja, und zwar ist das diese zweite von oben. Warte mal, wo ist mein Finger? Ich muss das spiegelverkehrt machen. So, da...
Da steht Udo Oppermann und zwar facebook.com/Udo Oppermann. Da kommt ihr jetzt rüber zu dem nächsten Konzert und zwar The Cliffhangers mit dem wunderbaren Mr. Bob Dulles. Und ich freue mich, ich werde jetzt selber rüberschalten. Es ist mein Mentor, es ist ein feiner Mensch und es ist ein hervorragender Musiker mit Toto, mit Udo. Und es wird gleich richtig zur Sache gehen. Und ich glaube, mein halbes Glas Wein kann dagegen gar nicht anstinken, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Ich wünsche euch viel Spaß und wir schalten jetzt alle um und bleibt mir treu ergeben. Ich hab euch lieb.